aber willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir erkunden heute den Doriksee. Ich bin jetzt soweit schon mal zum Herzchen vorgeflitzt. Wir haben hier unser erstes Herz. Wir haben nicht mehr viel der Karte, heißt es wird eine relativ kurze Folge. Und danach starten wir dann ins nächste Kapitel, Kapitel 6. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel von Lebendige Welt Staffel 3, was wir zu machen haben. Dann sind wir auch schon Richtung Ende unterwegs. Wir haben ein Panorama, 8 Sehenswürdigkeiten und 4 Herzchen. Bei dem ersten Herzchen sind wir jetzt hier schon und rettet Speer vor umschlingenden Ranken, sichert den Verteidigungsring, indem ihr verdächtige Büsche untersucht und einheimische Raubtiere jagt. Wir haben hier diese Büsche, da ist ein verdächtiger Busch. Die Taschenraptoren zählen, meine ich, zu dem Herz. Genau, die zählen da dazu. Heißt, man kann die getrost kaputt machen. Und hier kommt irgendwas, glaube ich, raus. Oder? Genau, ein kleiner Tiger. Wir holen uns mal ein bisschen Unterstützung. Und ich muss sagen, das Herz geht eigentlich ganz gut vom Fortschritt. Manchmal kommt nichts und manchmal kommt was. Genau, hier umschlingende Ranke dürften wir auch frei machen wieder. Und hier haben wir einen Naturgeist. In der letzten Folge haben wir tatsächlich gegen Balthasar gekämpft und seine Tiere. Wir haben ihn an sich noch nicht besiegt, soweit ich weiß. Der kommt nämlich in den späteren Staffeln noch. Aber wir haben ein bisschen was mit Primordus auch gemacht. Und es nimmt so Stück für Stück seinen Lauf. Und wir müssen dann dran denken, dass wir beim Herzchenhändler uns die Belohnung noch holen. Denn wir kriegen ja bei den wiederholbaren Herzchen ein bisschen extra Loot, sage ich mal. Da ist jetzt nichts rausgekommen, ne? Oder? Ah, doch, hier. Haben wir das Ding jetzt? Ja, okay. Dann machen wir mal hier den Steinkopf kaputt. Oh, falsche Taste. Ey, schubs mich nicht. Okay. Da haben wir noch ein paar verdächtige Steustaube. Nix, okay. Hier ist ein Pilzi. Aber wir haben hier... Ja, wir haben unser Herzchen fertig. Nicht schlecht. Erstes Herzchen. Und jetzt müssen wir kurz auf der Karte gucken. Hier ist das Herz. Jetzt wollen sie hier hinter zu dieser Sehenswürdigkeit. Okay. Dann wollen wir mal dahinter. Das Panorämchen haben wir schon. Und ich finde die Karte so, so schön. Ich habe es schon mal erwähnt, 1, 2 Folgen zuvor, als wir mit den Naturgeistern die wir so gesucht haben und mit denen interagiert haben. Ich finde, das sieht aus wie bei Avatar. Wo wir da diesen Baum haben, wo die Navi sich verbinden können. Ich finde, das sieht aus wie bei denen. So, hier hinten, meine ich, ist auch irgendwo ein Event. Irgendwas, wo man für die legendären Schmucksachen braucht. Oder ist das ein Stück vorne und dann hinter? Da sind nämlich so bestimmte Kreaturen, Champions, die auftauchen nur zu bestimmten Situationen, bestimmten Zeiten. Und ich meine, einer von denen war auch in dieser Höhle hier drin. So. Wir flitzen weiter zu unserem nächsten Stop. Mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ich finde die Wege ja faszinierend gemacht. Es ist ja super schnell, wie die Wege gemacht sind. Und auch so, dass man nichts doppelt machen muss. Es ist schon gut gemacht, muss man sagen. Also... Ich finde Blizzard total cool. Merkt man, denke ich, auch. So, okay, wir müssen jetzt hier rüber und oben drauf. Und dann?
Ah, okay, wir gehen jetzt Richtung Wasser hinter. Aha, guck mal, man lernt hier immer weiter. Okay, hier sind lauter Veteranen. Jetzt flitzen wir hier hin. Da ist ja eine Höhle. Wie krass, das wusste ich gar nicht, dass hier eine Höhle ist. Ich weiß auch gar nicht, habe ich jemals hier die Karte wirklich zu 100% erkundet? Ich weiß nicht. Oh, ist das schön. Schaut's euch an, wie schön. Ah, wir haben da eine Sehenswürdigkeit. Das ist die Sehenswürdigkeit. So. Müssen wir mit der Geschichte hier auch mal rein? Ich weiß es nicht. Okay. Kommando zurück. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich will nichts von euch. Also lasst mich bitte auch in Ruhe. Auf geht's nach links. Es ist schon cool gemacht, muss man wirklich so sagen. Wie wir jetzt hier so durch die Luft gleiten. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, was unser nächster Stop ist. Auf jeden Fall kommen wir hier irgendwann dann wieder runter. Aber wir müssen erstmal hier in die Richtung weiter. Ist da ein Herzchen vielleicht? Ja, da ist das Herzchen. Okay. Herzchen. Sehenswürdigkeiten haben wir aber schon, sehe ich. Heißt, das Herzchen wäre dann das, was uns jetzt fehlt. Wir haben die Sehenswürdigkeit, wir haben das Panorama schon. Heißt, wir gehen. Dran, das Herzchen zu machen. So, wir holen mal unsere Unterstützung. Aber erstmal machen wir mal die Spinni kaputt. Die zählen ja eh zum Herzchen. Kleine Itzi-Witzis, Itzi-Witzis. Ich glaube, die zählen nicht dazu. Wen haben wir denn hier? Okay. Unser Herz ist fast Aufgeladen. fertig. Okay, ich gucke jetzt mal, dass ich so ein Golem-Teil finde. Dass wir einen Golem auch noch finden und den auch mal Aufgeladen. reparieren. Da unten, oder? Zinn. Ja, okay. Das hat funktioniert. So. Ah, jetzt waren wir beim Herzchenhändler gar nicht bei dem ersten. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt mal kurz hier den Herzchenhändler an. Aber man Aufgeladen. kann sich halt diese Bündel Feuerorchideenblüten halt holen. Und wir haben hier einen Mini. Oh, der ist aber cute. Der ist cute. Was ist das hier? Oh, der ist ja cool. Ich meine, das Teil mussten wir uns damals für eine legendäre Sammlung holen. Ich meine, das war das. Da mussten wir irgendwas mitmachen. Spur gefunden, weiter geht's. Wie viel haben wir denn überhaupt schon? 73%. Es nimmt Gestalt an. Es nimmt Gestalt an. So. Okay, er will hier Höhe gewinnen. Und dann geht's jetzt hier rüber. Zack, zack. Da haben wir, glaube ich, auch ein Herz und eine Sehenswürdigkeit. Genau. So, okay. Wir holen uns erstmal die Sehenswürdigkeit und dann holen wir uns das Herzchen. Okay, die haben wir. Uah, geht weg. Das Herzchen ist weiter oben, so wie er das hier will. Oh mein Gott, oh mein Gott. Uff, okay. Hier hinten haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir
nach oben. Oder? Ja, okay. Dann machen wir das. Und jetzt hier rüber. Und ins Thermorohr. Aufgeladen. Kabum. Okay. Okay. Uah, oh mein Gott. Und jetzt dürfen wir unsere Treppe nach oben und haben die oberste Ebene, glaube ich, erreicht, oder? Ja, wir sind auf der obersten Ebene. Da haben wir unser Herzchen. Herzchen, das weiß ich, da sind Leute in irgendwelchen Käfigen gefangen. Wir dürfen in diesen Dingern die ganzen Ölfässer und so Daten, genau hier diese ganzen, dürfen wir jetzt besiegen und bekämpfen. Aufgeladen. Hui. Brutzelt. Brutzelt. Okay. Das haben wir auch schon. Da hinten sind wir. Was ist hier? Ölfass? Jetzt habe ich voll in der Tür scheins festgesteckt. Toll. So, okay. Ha, danke, dass du die Tür aufgemacht hast. Dankeschön. Haben wir hier noch jemanden? Ja, da ist noch ein Käfig. Kann mich ey. Nicht rühren. Ja, ich weiß, ich merk's. Bekämpft das Unbekämpfbare. Ja, ich will deinen Käfig aufmachen. Jetzt. Okay. Freiheit! Ja, Freiheit! Greif mal den einen da an. Unser Herzchen ist fertig. Super. Super, super, super. So, okay. Kurz Karte gucken. Sehenswürdigkeit haben wir. Panorama haben wir. Sehenswürdigkeit haben wir. Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit heißt, wir müssen zum Thermorohr hoch. Genau, hier lang. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Das andere. Tju. Guckt mal, hier ist sogar eine Taucherbrille. Also kann man hier sogar einen Taucherbrillenerfolg machen. So, okay, kurz gucken auf der Karte. Wir haben noch 3 Sehenswürdigkeiten und ein Herz, ein Panorämchen. Die Sehenswürdigkeit haben wir, genauso wie diese. Heißt, wir müssen Richtung Herz hinter. Okay, heißt, ich dachte, wir könnten ein bisschen abkürzen. Aber nein, das geht leider nicht. Und ich glaube, hier ist auch noch eine Sehenswürdigkeit. Wir können genau hier einfach so rüberfliegen. Und genau, hier ist das Herzchen. Wir haben hier Lautsprecher, Inquestur, eine ganze Menge und irgendwelche entfernte. Genau, die können wir mal uns mitnehmen. Diese Felder sind tödlichst. Muss man aufpassen. Da haben wir jemanden von der Inquestur. So kalt. Los, rein da. Einen Augenblick. Los jetzt. Genau. Ein Aufnahmegerät. Uah. Oh Gott, 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 Gott. Ah, wir brauchen das. Das hier. Und dann können wir an diese Terminals gehen. Genau, und können diese Felder deaktivieren. Und wir kommen hier dann rein. Und können alle so ein bisschen kaputt machen. Und ich meine, die Inquestur-Leute schmeißen diese Dinger runter. Und man kann dann weitermachen. Okay. Hier liegt jetzt leider nichts rum. Deshalb, wir gehen schön wieder raus. Aufgeladen. Okay. Unser Herzchen ist fertig. Sehr schön. So, okay, kurz gucken.
Wir sind von da so gekommen. Hier fehlt uns eine Sehenswürdigkeit. Okay, wir müssen einmal hier hin. Ups. Und reicht das schon? Ja, okay. Das war wirklich einfach. So, und wir haben das letzte Panorämchen. So. Wo geht's lang? Da geht's lang. Oh, okay, jetzt dürfen wir eine ganze Weile, glaube ich, nach unten und nach links. Oh Gott. Okay, 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 okay. Das... Okay. Ah, wir kommen jetzt Richtung Plattform, wo diese Drachen sind, diese riesen Champions. Und diese Wasserfelder, die man hier so sieht, die sind hochgiftig. Und man sollte immer auf diesen Plattformen stehen, dann spuckt er auch scheint's irgendwas noch. Und diese Felder wechseln sich auch durch. Heißt ja, man stirbt recht schnell. So, okay. Kommen wir jetzt hier wieder hoch. Ob ich mich jetzt nicht irre, werden wir jetzt gleich sehen, ob der Rochen das ab kann, wenn wir hier drüber flitzen. Haben wir denn jetzt alles wirklich? Ah, okay, hier hinten. Hier fehlt unser letztes Sehenswürdigkeitchen. Okay, dann flitzen wir jetzt übers Wasser und holen uns die letzte Sehenswürdigkeit. So. Okay, 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 okay. Oh. Und einmal runter, dass wir die Sehenswürdigkeit kriegen. Los. Bitte. Dankeschön. Ja, wir haben die Karte abgeschlossen. Sehr cool. Oh, wir haben sogar einen Schwarzlöwentonschlüssel bekommen. So. Wir sind hier oben im Palast der Königin, war oben. Und haben irgendwo hier, genau da, eine Instanz. Wo ist Balthasar? In der ganzen Stadt Schlägereien an. Ich will euren fesselnden Vorwurf ja nicht unterbrechen, aber schaut einmal, wer dort kommt. Lust auf ein Kämpfchen, Kommandeur? Ich hätte zu gerne einen Gegner, der es auch wert ist. Ihr kennt die Regeln. Im Palast wird nicht gekämpft. Bringt mich nicht dazu, euch zu verhaften. Ich habe eine Frage an euch, Priester. Wo ist Balthasar und was hat er vor? Glaubt ihr wirklich, ich wäre hier, wenn ich das wüsste? Nein, ich wäre dort draußen bei ihm, getränkt mit dem Blut meines Feindes. Euch ist klar, dass ihr, Kryta und Tyria, ihm egal seid. Für ihn sind wir alle entbehrlich geworden. Er ist der Gott des Krieges. Ich verehre ihn nicht, weil er Welpen so lieb hat. Kommandeur, versucht nicht mit ihm zu argumentieren. Sein Glaube macht ihn trunken. Er versteht nur die schlagkräftigen Argumente eines gezielten Faustschlags. Gräfin, ich vermute, ihr würdet es mir nicht leicht machen. Im Gebiet der Palastanlage wird nicht gekämpft. Begleitet mich, Kommandeur. Wir müssen uns unterhalten. Und zwar unter vier Augen. Okay. Ich muss weiter folgt finden. Kashmir hat es mir gesagt. Sie hat mich aufgesucht, bevor sie sich zur Kontemplation in Klausur begab. Im Augenblick kann ich euch helfen. Okay. Und inwiefern? Meint ihr, ich würde hierher kommen? Ich hoffe es. Das wäre doch einmalig, oder? Zu wissen, Balthasar also. Gibt. Euch ist klar, was das für unser Volk bedeutet? Durchaus. Es wird das Leben vieler komplett verändern. Aber meiner Ansicht nach führt er nichts Gutes im Schilde. Ich muss ihn finden. Ich habe einen Hinweis für euch. Das Auge von Yantir ist unterwegs. In Aspekten des Lazarus auf der Spur. Auf der Suche nach seinen Meistern. Ich weiß, wo das Auge ist. Schockierend. Aber inwiefern könnte mir das helfen?
Unsere Gefangenen des Weißen Mantels haben uns zu der Überzeugung gebracht, dass Balthasar einen Aspekt besitzt. Augenblick. Wenn er einen Aspekt hat, dann hieße das, dass das Auge mich direkt zu ihm führen könnte. Hatte ich schon gesagt, dass Schlauheit euch gut steht? Ihr solltet das öfter tragen. Ich entscheide mich bei besonderen Gelegenheiten dafür. Also, wo ist das Auge? Eine meiner Vorstreiterinnen folgt ihm. Zuletzt wurde es in einem Versteck des Mantels in einer Höhle gesehen. Irgendwo im Norden von Brisbane. Was habt ihr zuletzt gehört? Wir haben keinen Kontakt mehr. Sie bestand darauf, die Mission allein in Angriff zu nehmen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich mir Sorgen um sie. Sorgen stehen euch gut. Findet sie für mich und ihr kommt dem Auge auf die Spur. Ihr würdet mir damit einen Gefallen tun, aber auch euren eigenen Interessen nachgehen. Okay. Findet den Eingang zum Versteck des Weißen Mantels in der Brisbane-Wildnis. Was mir hier gerade aufgefallen ist, wo stand das Auge von Yantir? Das hat doch was auch mit der neuen Erweiterung zu tun. Oder habe ich da jetzt die Falschinformation? Ich meine, das hieß doch so, ne? Okay, ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, aber wir quatschen die jetzt einfach mal an. Hör auf, wie so ein Huhn zu sein, du Mongo, ey. Okay. Nächstes Mal. Haben wir. Kämpfchen? Gehen wir raus und gucken mal. Wir nehmen das jetzt noch mit rein. Und im nächsten Part schauen wir dann. Ah, okay, jetzt war wieder voll falsche Stelle. Okay. So, wir haben jetzt hier das Sternchen. Das war doch weiter weg als gedacht. Wir suchen jetzt den Eingang noch. Werden aber dann nächsten Montag aktiv. Nächsten Montag dann hier das starten. Wobei, das ist scheint nur so ein Kreis. Eine Instanz. Gucken wir mal. Ach, du liebe Neune. Oh mein Gott. Okay, was ist jetzt hier? Was muss ich jetzt finden? Ist das jetzt hier dieser Eingang? Okay, hier ist die Instanz. Wir betreten die jetzt schon. Sonst werde ich hier umgebracht. Aber ich werde dann im nächsten Part, nächsten Montag weitermachen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir soweit gefallen hat. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du ein Like und einen Kommentar gerne dalassen würdest. Und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.